Für heute haben wir uns gedacht, wir machen mal ein schönes Dessert, schnell und einfach. Es wird heute einen Amaretto Birnencrumble geben. Amaretto, hier habe ich einen Esslöffel Puddingpulver und einen Esslöffel Zucker miteinander vermischt. Hier sind die Birnen, die haben wir schon mal klein gewürfelt. Für später brauchen wir noch gehobelte Mandeln, die sind in der Pfanne klein bisschen angeröstet worden. Butter, Zucker und Mehl. Hier das Puddingpulver mit dem Zucker. Und da gebe ich jetzt den Amaretto mit rein. Alles schön verrühren. Und als nächstes geben wir unsere Birnen in das Amaretto-Bad. Das lassen wir jetzt 10 Minuten ziehen und rühren da dabei ab und zu immer wieder mal um. Während die Birnen unser Amaretto-Bad nehmen, können wir schon mal unseren Streusel zurecht machen. Dafür habe ich hier die Butter und habe hier den Zucker. So, Butter und Zucker sind schön miteinander vermengt. Jetzt kommt das Mehl dazu. Am besten mit zwei Händen das Ganze hier in Streusel formen. Hier bei uns in Rheinhessen sagt man auch gern Ribbelkuchen da dazu, dass man die Streusel ribbeln muss. So, unsere Birnen haben lang genug gewartet. Unser Streusel ist auch fertig. Und jetzt bauen wir unser Dessert zusammen. Da fülle ich unten unsere Birnen ein. Da darf auch gerne ein bisschen was von dem Amaretto mit rein. Dann gebe ich hier ein paar geröstete Mandeln mit zu. Und oben drüber setzen wir uns schön unsere Butterstreusel. Unsere Streusel werden wir hier auf unserem Q abbacken. Und dafür gibt es aber noch einen kleinen Tipp. Beim Q geht der Brenner hier im Kreis. Das heißt, ich habe hier in der Mitte nicht wirklich eine indirekte Grillzone. Da muss ich mir ein bisschen helfen. Dafür habe ich hier einmal das Hitzeschild. Das Hitzeschild hält jetzt die Strahlungshitze von den Brennern unten ab. Ich hätte aber immer noch Kontakthitze. Als nächstes habe ich hier den Bratenrost. Der hat so kleine Füßchen. Der kommt hier oben raus. Und jetzt bin ich eine gute 1,5 cm weg von der heißen Auflage von meinem Gussrost. Und hier kann ich jetzt meine Streusel positionieren und kann sie bei indirekter Hitze abbacken. Wir gehen hier ran mit 180, 190 Grad. Und wenn die schön braun angezogen sind oben, dann sehen wir uns wieder. Nach 20 Minuten ist unser Crumble fertig. Ihr könnt gerne mal mit reinschauen. So, der Streusel oben ist schön angebräunt. Ihr dürft das Ganze natürlich warm oder auch kalt servieren. Nur aufpassen, die Gläser sind natürlich heiß. Nicht, dass man sich die Finger verbrennt. Ja, das ist hier unsere süße Variante vom Grill. Mal ein schönes Dessert, schnell gemacht. Viel Spaß beim Nachgrillen. Bleibt gesund, alles Gute wünschen euch aus Ingelheim, der Kevin und der Ralf.